Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zurück zu Breath of Fire 3. Und wir befinden uns mittlerweile in der gasigen Forschungsanlage, würde ich mal sagen. Und ich merke gerade, ich bin zu langsam. Natürlich, ich habe noch eine vergiftete Momo bei mir. wo habe ich es denn? Gegengift, Antidot, irgendwie sowas, da ist es. Nein, kein Fleisch. So. Gut, jetzt muss ich wieder rennen können. Schaue ich mich hier mal ein bisschen um. In der Hoffnung, hier irgendwie brauchbare Hinweise zu finden. Hier könnte ich wieder hoch. Na, schaue ich mir mal an. Okay, jetzt bin ich hier. Diesen Ort kenne ich gar nicht. Ach, hier gibt es auch Gegner. Okay. Ah ja, einmal ein Flugmann. Eine große Schabe und setze bei. Erstmal den Flugmann. Der macht mir mehr Angst. Naja, vor allem sieht er auch ein bisschen aus wie eine riesige Fliege, wenn ich ehrlich sein soll. Vor allem die Augen. Naja, auch Momo, Mensch. Kann es ja mal öfter treffen. Dann würde das alles viel schneller gehen. Eine Schabe, die springen kann, okay? Vor allem so eine große Schabe. Na gut, wird Zeit euch auszuschalten. Na komm schon, Momo. Treff, bitte, bitte, bitte. Geht doch. Und die Zitzebei ist auch weg. Na Gott sei Dank. Okay, aber hier gibt's nichts Tolles, oder? Ist hier irgendwo was versteckt? Vielleicht hier? Ah, ein Beutel. Den wollte ich, wenn's geht, mitnehmen. Nur Tinte. Schade. Aber was soll's, besser als nix. Na gut. Da ist eine Tür und ich werde natürlich mal wieder aufgehalten. Von... 13... Okay. Nena, verbrennt sie. Geht schneller. Hoffe ich mal. Mal schauen, wie viel Schaden das gegen diese Zitzebei jetzt macht. Okay, sie sind alle weg. Scheinbar sind sie schwach gegen Feuer, so viel wie er es abgezogen hat. Naja, fliegen... Warum nicht, ne? Okay. Hier haben wir einen Computer. Sieht recht kompliziert aus. Zu schwierig, als dass die JK alles verstehen könnte. Momo vielleicht? Ausgeschaltet. Taugt also gar nichts. Der hier ist an. Ah, ich weiß. Was ist es? Das ist ein Relikt aus der Techno-Ära. Und diese Zahl? Eine 1. Aha. Ist dieselbe wie an der Tür. Oder? Und wo ist diese Tür? Ich hab sie noch nicht gesehen. Mit anderen Worten. Das ist ein Schlüssel. Ein Schlüssel aus der Techno-Ära. Und warum ist das hier auf dieser Farm? Wenn wir das Passwort hier eingeben, öffnen sich die Türen mit derselben Zahl. Möchte jemand versuchen, das Passwort zu erraten? Warum nicht? Ohne das Passwort werden wir diese Türen niemals öffnen können. Oh, wenn wir dieses Passwort... Aber gewöhnlich wählen Leute da als Passwort etwas wie den Namen eines Freundes oder so. Wie Pellet oder so. Wer zur Hölle ist Pellet? Das ist vielleicht etwas zu augenfällig. Ah, aber die Türen sind offen. Also, gut gemacht. Zeit für Passwort Nummer 2, oder wie? Ich glaube es nicht, sie ist offen. Tja, wenn wir dich nicht hätten. So, jetzt kommen wir weiter. Los, weiter geht's. Natürlich will ich auch die zweite abprobieren. Wir kennen das Passwort noch nicht. Aber wir müssen irgendwo einen Hinweis finden. Bestimmt in der Tür, wo die 1 ist. Dann werde ich Momo mal weiter vorne laufen lassen. Kann man auch jetzt mit dieser Rolltreppe da fahren? Nein, die geht immer noch andersrum. Schade. Ah, nur ein Flugmann, den kriegen wir schnell kaputt. Gott sei Dank. Und Attacke auf den Flugmann. Ein Flugmann weniger. Yay. Gut. Dann schaue ich mal, wo diese Tür ist. Die müsste dann da oben irgendwo sein. Denke ich mal. Okay, schon gefunden. War ja auch nicht wirklich schwierig, irgendwie.
Da ist eine 3, okay. Also hier gibt es noch mehr Türen, die ich öffnen muss. Okay, wenn ich das nach dem Monitor zu urteilen vermagen darf, dann sind das wahrscheinlich 4 Türen. Also Türen mit Nummer 1, 2, 3 und 4. Und warum muss ich da an Metal Gear Solid denken? Na, wie auch immer. Okay, Nina, du kannst mal den untoten Drachen an. Wie auch immer. Ich werde das jetzt mal so machen, jeder greift einen Gegner. Na toll, der untote Drache lebt noch. Flugmann lebt auch noch, so eine Scheiße. Aber wenigstens macht die JKR was richtig. Na toll, diese Fliege haucht uns an. Und zieht uns ordentlich was ab. Während dieser Zombie nicht wirklich viel drauf hat. Okay, mach ich das so. Da müssen beide weg sein. Nina macht den untoten Drachen fertig. Und der Flugmann ist jetzt auch weg. Na also. Endlich kann ich mich hier weiter umgucken. DJ KR braucht nur noch 1000 Erfahrungspunkte. Was ist das hier für eine Tür? Die Tür ist elektronisch verriegelt. Ich kann nicht sehen, was das für eine Zahl ist. 2. Okay. Und hier ist eine 1. Okay. Hier sieht so aus, als würde hier sehr viel Krempel rumliegen. Und hier sind auch noch Monster. Na toll! 2 Zitzebar Ace. Da, wenn es weiter nichts ist. 1 weg. Und natürlich muss uns das andere Vieh kloren. Ja, und... ich hasse Vergiftungszauber. Aber gut. Dann werde ich jetzt erstmal die JKA entgiften. Hab ja genug Antidot. Und ich würde sagen, dann heile ich erstmal. Heilkräuter. So, Nina auch noch eins. Wobei, Momo könnte noch eins nehmen. Heilkräuter kriegt man ja recht günstig. 10 Seni. Ich gucke erstmal hier. Okay, da gibt's nichts. Ich wollte hier in dieses Regal gucken. Nichts. Ist etwas hier? Nein, nein, ist etwas hier. Aber ich habe gefunden, kein Platz mehr. Wie? Achso, ich habe schon 99 gekauft. Okay, dann ist es kein Wunder. Okay, hier ist Tür mit Sicherheitsstufe Nummer 2. Ich wollte mal auf den Monitor gucken, aber ich glaube, ich kann da trotzdem noch nicht durch. Eine große Schabe. Na gut. Dann wird Zeit, diese Schabe zu vernichten. Die ist uns nur im Weg. Ich will nämlich wissen, ob ich... Na toll. Ob ich da irgendwie ein Passwort herausfinde auf diesem Monitor. Oder ob ich da auch nur das Passwort eingeben kann. Okay, da kann ich auch nur das Passwort eingeben. Schade. Schade, schade. Okay, das bringt nichts. Das Buch kann sie auch nicht angucken, was da so auffällig liegt. Schade. Dann werde ich mal runtergehen. Kann ja sowieso nirgendwo anders lang. Gut, hier ist es dunkel und lila. Im Raum herrscht Christstrahlung. Solange Bestrahlung ist gefährlich. Komm mir vor wie die Atomstrahlung. Du kannst nicht lange hier bleiben. Okay, gut zu wissen. Das sind ja tolle Aussichten. Und wie lange darf ich hier bleiben, bevor ich hier krepiere? Okay, ich muss mich mal daran gewöhnen, X und Viereck nicht zu vertauschen. Dass ich weiß, mit Dreieck macht man Aktion und mit Viereck... Okay, das war zu lange. Weitere Bestrahlung wäre gefährlich. Momo und alle anderen verließen den Raum. Na toll. Also muss ich in kurzer Zeit irgendwie was rausfinden. Das sind ja tolle Aussichten. Da muss ich mich also beeilen. Ach Gott, ey, das wird ein Riesenspaß in diesem Labor. Ich werde mich hier sehr, sehr vergnügen, wahrscheinlich. So, wenigstens eine große Schabe weg. Na gut, machen wir es so. Geht schneller. Und tschüss. Gut, versuche ich es noch einmal. Ich sollte irgendwie... irgendwo... einen Hinweis finden. Eventuell hier irgendwas hier vielleicht versteckt. Ich habe keine Ahnung. Aber hier muss doch irgendwas sein. Ich meine, woanders kann ich ja nicht gucken.
Da komme ich auch nicht lang. Scheiße. Na gut, ich werde jetzt wieder rausgeschmissen. Na toll. Aber ich vermute mal, da muss ich gucken. Wenn ich da jetzt nichts finde, dann werde ich irgendwo anders noch weiter gucken. Aber das mache ich erst im nächsten Video. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.